Warum erzähle ich dir das? Weil es auch jetzt darum geht, dass du jeden Tag auf ein neues dein Köpfchen auf Spur bringen darfst in die Richtung, wo es hingeht, dass du die nächste Woche, Einladung an dich, jeden Morgen mit Pippi Langstrumpf in den Tag startest. Wer von euch Spotify habt, sucht es euch aus, macht es euch in eine eigene Playlist rein oder schaut auf den YouTube-Kanal, gebt auch Applaus ein. Ich schreibe euch auch die beiden Titel, die wir jetzt heute Morgen gehört haben, unter die Aufzeichnung drauf, dann könnt ihr es auch da anhören. Und du wirst staunen, wie du in kurzer Zeit ein Fernglas brauchst, um zurückzublicken auf den heutigen Tag und denken, wow, was für Fortschritte habe ich gemacht? Was hat sich alles Großartiges verändert? Das ist mein Commitment an euch. Auf diese Reise würde ich euch alle gerne mitnehmen und großartige Dinge entstehen lassen. Und jetzt diese Zeit, wir werden auch noch am letzten Freitag, in 2 Wochen ist das, glaube ich, genau, werden wir auch noch ein bisschen über die Rauhnächte sprechen, wie ihr die Zeit zwischen den Jahren dann auch wunderbar nutzen könnt. Da herrschen auch noch mal ganz besondere Energien. Also ich werde euch ganz, ganz viel hier mit auf den Weg geben und euch einladen, das aufzunehmen, anzunehmen, umzusetzen, dran zu bleiben. Und wie viel mehr kannst du bitte beginnen, jetzt unerschütterlich an dich selbst zu glauben? Und noch ein Mantra. Geht nicht, gibt's nicht und kann ich nicht, liegt tot daneben. Was ich nicht kann, das kann ich lernen. Und wenn es noch keiner geschafft hat, dann bin ich die Erste. Alright? Löst euch bitte von den Gedanken, was andere euch erzählen, ob was geht oder was nicht geht. Die Hummel, bestes Beispiel, kümmert sich auch nicht drum, ob sie fliegen kann oder nicht. Die fliegt einfach. Von der Statik her sind wir der interessanten Ansicht, die kann nicht fliegen. Kümmert die sich kein Deut drum. Wie viel weniger kannst du dich ab jetzt darum kümmern, was die anderen dir sagen, was geht oder was nicht geht, sondern Pippi Langstrumpf, ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Okay? Ihr Lieben, habt noch einen fantastischen Tag. Habt eine fantastische Woche mit Pippi Langstrumpf-Mentalität. Und noch ein letztes Einladung. Startet mal bewusst auch in den Tag, um die Wunder zu sehen, die euch umgeben. Schaut mal bewusst mit der mentalen Ausrichtung in den Tag auf die Wunder, die euch umgeben. Und legt euch gerne ein Büchlein an, was für wundersame Dinge, wie viele Geschenke ihr bekommt habt. Das kann auch sein, du gehst zum Bäcker und kriegst ein zweites Kaffeestückchen geschenkt. Oder du schaust in den Himmel und das sind wundersame Wolkenformationen. Also ihr wisst, was ich meine. Seht auch bitte mal die kleinen Dinge, die Wunder in den kleinen Dingen, weil alles, die kleinen Puzzlesteine, wie entsteht ein großes Puzzle von vielen kleinen Puzzlesteinen? Und diese Puzzlesteine, die würde ich gerne mit euch zusammen jetzt zusammensetzen. Und ich würde mich jetzt zum Abschluss natürlich auch noch riesig freuen, können wir das auch gerne noch ein bisschen teilen. Was ist dein größter Aha-Effekt von heute, von der Lebensfreude-Lounge heute, von der ersten? Schreib es doch gerne mal in den Chat rein. Lese ich gerne noch vor, damit wir da auch alle noch ein bisschen eine Inspiration mitnehmen können. Weil jeder hat ja noch mal was anderes mitgenommen. Was ist dein größter Aha-Effekt von der Lebensfreude-Lounge heute? Hat nur so ein Satz oder ein Wort. Mit positiver Einstellung durch den Tag. Sehr schön. Wie wenig es braucht, um seine Stimmung hochzubringen. Yes! Das Pippi liebt. Sie macht, was sie will. Jawohl! Mega! Es gibt nur Fülle im Universum. Yes!
Es gibt nur Fülle im Universum und um dich. Wie viel mehr kannst du die Fülle um dich auch sehen, statt dir die Geschichte zu erzählen, dass es an irgendetwas dir mangelt? Achtsamkeit, schreibt die Cyril noch. Sehr schön. Wow. Ihr Lieben, danke, danke für euer Sein. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Habt eine wunderbare Woche. Feiert euch. Der Horst schreibt noch, ich bin gut genug. Jawohl, sehr schön. Feiert euch für euer Sein. Ich feiere euch für euer Dabeisein. Und wir sehen uns nächsten Freitag nochmal, okay? Ciao, ciao.